So, es gibt heute mal wieder ein kleines Update aus der Fahrerkabine. Der haben wir uns auch in den letzten Tagen am meisten aufgehalten, denn wir sind gerade einfach viel am Fahren. Seit wir den Chimborazo verlassen haben, waren wir ein bisschen filmfaul. Wie gesagt, unsere Tage beinhalten mehr so Vorwärtskommen, weil wir auf der einen Seite im Süden von Ecuador gar nicht mehr so viel hatten, was wir anschauen wollten. Und es ja auch einige Unruhen im Land gibt, insbesondere in der Küstenregion, die wir jetzt natürlich gemieden haben. Aber auch so hatten wir von anderen Reisenden von Überfällen gehört. Dann war die Sache mit der Präsidentschaftswahl. Einfach so ein paar Dinge, wo wir uns gesagt haben, wir wollen das Land lieber ein bisschen schneller verlassen. Genau, deswegen ein paar Fahrtage und wenn wir soweit kommen, dann werden wir heute noch nach Peru einreisen. Wir gehen ein letztes Mal tanken in Ecuador. Wir kriegen hier nämlich den Liter Diesel um 42 Cent. Eurocent, glaube ich, habe ich ausgerechnet. Ja. Ja, ziemlich geil. Da tankt man mal 300 Liter um weniger als 150 Euro. Das läuft ja bis jetzt mal wie im Schnürchen. Pässe abgegeben, sehr nette Leute. Unbedingt darauf achten, haben wir schon bei der Einreise gesagt in Ecuador, dass man bei der Einreise einen Stempel bekommt und bei der Ausreise wieder. Das kann einen noch nicht sonst mal in die Scheiße reiten und wir haben gehört, dass sie da ganz gern mal irgendwie drauf vergessen. Weil bei uns jetzt nicht, bei uns bei der Einreise waren sie super freundlich und jetzt bei der Ausreise auch total bis jetzt. Und wir hatten ja jetzt schon ein paar nette Grenzler, aber keinen bis jetzt, der so freundlich war wie der hier. Der da links gerade rauskommt. Super geiler Kerl. Na dann, auf zur nächsten Missetat. War er hier nur zum Canceln des Tipps? Oder? Ja, das war jetzt Canceln. Dann müssen wir jetzt. Ja. Achso, ich glaube, wir müssen ausmachen. Das war jetzt nur Canceln. Dann müssen wir jetzt drüben einreisen. Dann müssen wir wieder her zum Neuausfüllen. Linke Tür 10. Lesen kann, ist klar im Vorteil. Tja. Und wieder rein ins neue Land. Migraciones Peru. Perfekt. Das hat doch unseren Namen drauf. Wir sind durch. Wie lange hat es gedauert? Eineinhalb Stunden. Aber wirklich eigentlich die nettesten Grenzler bis jetzt. Also, wir haben eine Versicherung für alle Länder ab jetzt sozusagen gebündelt. Aber es gibt ja dieses SOAT. Das ist diese Pflichtversicherung, die jedes Fahrzeug haben muss. Eigentlich ist unsere Versicherung gültig hier. Er hat gesagt, ihm, für sie, für den Zoll reicht das auch aus, dass wir diese Versicherung haben. Aber er hat gemeint, er empfiehlt uns trotzdem ein SOAT abzuschließen, weil sonst die Polizei herumscheißt. Weil sonst fragen die nach dem SOAT und dann sagst du ihnen, du hast nur eine Versicherung und dann heißt es, folgen sie uns und blablabla. Er hat gemeint, und das wirkte sehr ehrlich von ihm, er hat gemeint, sie brauchen es nicht. Aber mehr oder weniger, wenn er wir wäre, würde er einfach eine machen, weil sie kostet, keine Ahnung, 10 Dollar. Und dann hat man die Scheiße erreicht. Das klingt mir vernünftig und jetzt geht es hier anscheinend 2 Minuten bis zu irgendeiner Grenze und dort verkaufen sie Sorten. Das werden wir jetzt mal schauen, ob wir das bekommen. In diesem Sinne, willkommen in Peru. Also, wie man es so macht, man hält mitten auf der Brücke an, macht den Warnblinker an,
Und die Chefin geht das Soat holen. Das gibt's hier nämlich direkt neben nach der Brücke, anscheinend hier links. Oder wo hat sie es gesehen? Sie hat gesagt, sie sieht's. Stiefelt sie da hinauf und da hat sie wohl irgendwo irgendwas gesichtet. Tatsächlich, da auf dem orangen Schild. Gutes Auge, liebe Frau. Und da vorne. Dun, 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 dun. Sieht aus, als wäre sie nicht so erfolgreich. Mhm. Muss man da jetzt anrufen, oder wie? Der ganz normale Wahnsinn. So, ich bin schon wieder klüger. An dieser Tür hing eine WhatsApp-Telefonnummer. Selbstverständlich mit einer Null-Vorwahl. Und wie ich es dann mit peruanischer Vorwahl versucht habe, hat das nicht geklappt. Weil selbstverständlich hat die auf der Peru-Seite eine Vorwahl aus Ecuador, die sie nicht anschreibt. Anyways, die habe ich jetzt auf WhatsApp angerufen. Die war ziemlich ungut, aber hat gesagt, sie kommt in 10 Minuten. Und es kostet $30 für unser Casa Rodante. Judith meinte jetzt, da oben an der Tür hängt ein Schild mit ab 7 Meter Länge ist es $30. Insofern ist das wohl so richtig. Ja, sie sagt, sie ist in 10 Minuten da. Also wir rechnen mal mindestens mit einer halben Stunde, wie wir es hier kennen. Und jetzt heißt es warten. So, das nächste Update. Irgendjemand ist gekommen und Judith ist mal drinnen. Mal sehen, ob wir ein Sort kriegen. So, und damit wir heute auch noch was Sinnvolles machen für die Welt der Reisenden, gibt es hier auch noch ein Foto von der Nummer von der Tante, damit ihr nicht blöd wie wir auch warten müsst. Also hier, mit Vorwahl aus Ecuador, wohlgemerkt. Jetzt meint auf einmal, es ist $70, weil es ein LKW ist. Nein, ist es nicht. Es ist ein Wohnmobil und das steht auch so in unserer Zulassung. Da gehe ich jetzt diskutieren. Wenn ihm das nicht passt, dann fahren wir da 2 Stunden bis zum nächsten Ort und machen unser Scheiß so dort. Verarschen können sie den anderen nicht. So, also, das hat uns jetzt irgendwie nochmal eine Stunde Zeit gekostet da mit der Versicherung und ergeben hat es nichts, außer dass er darauf bestanden hat, dass wir ein LKW sind und $70 für einen Monat wollte. Wir sind aber laut unseren Papieren nur ein Wohnwagen und hätten $10 oder $30 zahlen müssen. Die 70 waren uns jetzt einfach zu viel, weil das mehr ist, als was wir für 4 Monate gesamt Südamerika eh schon gezahlt haben. Ja, und weil das hier eben mit der Soat so ein bisschen so ein korruptes Ding sein könnte, haben wir uns jetzt dagegen entschieden und schauen nochmal in der nächsten Stadt, ob wir es da günstiger bekommen. Und es ist im Übrigen schon wieder Haas. Jetzt haben wir vor lauter Ärger das Peru-Einreiseschild verpasst. Haas! Jetzt müsst ihr mit diesem Straßenbild vorliegen. Stellt euch einfach ein Willkommen im Peru-Schild hin vor. Doch nicht ganz so schlecht für einen ersten Stellplatz in Peru, ha? Irgendwie ist es doch immer wieder faszinierend, wie anders das Leben 100 Kilometer weiter so zugehen kann. Nur weil man eine Landesgrenze passiert hat. Wie ihr seht, ist in Peru das Tuk-Tuk ein sehr beliebtes Fahrzeug. Die grüne Berglandschaft Ecuadors wurde vorerst durch Wüstenlandschaft ersetzt und die Müllentsorgung ist quasi nicht existent. Also hat gerade gesagt, er fährt wahrscheinlich seit Mexiko das erste Mal gerade wieder mal 100. Ja, 90 haben wir schon hier mal auf dem Highway geschafft. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo in Mexiko fahre, wenn ich in den USA. Also,
Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich auch wieder mal ein bisschen erhöht. In Kolumbien war die mal ungefähr bei 30, jetzt sind wir hier stolze 57,4. Trotz unendlich vieler Toppisse, die Arthur ganz besonders leiden kann. Ja, diese Toppes können einen manchmal echt den letzten Nerv rauben. Dennoch genießen wir es, wieder einmal im Flachland unterwegs zu sein. Auch wenn ein kleiner Umweg dazugehört, wollen wir heute zum westlichsten Punkt Südamerikas fahren. Du hast das Ziel erreicht. Ja. Willkommen am westlichsten Punkt Südamerikas. Ach, seht es nochmal, der westlichste Punkt von Südamerika. Wahnsinn! Unfassbare Szenen. Vorne liegen Seelöwen. Also wir sind uns jetzt nicht sicher, ob das ein Baum ist oder ob das mal gelebt hat. Nicht ganz. Aber es stinkt auf jeden Fall. Es kommt glaube ich aus dem Meer. Hm. Aber vielleicht sind da vorne die weiteren Teile davon. Ah, wirklich. Also hier liegt mein fetter Wirbelknochen. Ist das ein Wal? Stinkt immer mehr. Wir nähern uns der Leiche. Ich glaube, es war wirklich mal ein Wal hier. Schau mal. Da drüben. Krass. Ja. Das war mein Wal. Schau, das ist die Flosse. Ja. Davon liegt noch was. Das ist jetzt die Frage, ob das ein Wahlteil ist oder ob das wieder was anderes ist. Ich glaube, das ist ein Wahlteil. Also ich bin ja kein Meeresbiologe, aber das sieht mir so ein bisschen aus wie eine Rippe. Überleg mal, wie fett das Vieh sein muss, wenn das eine Rippe ist. Nochmal dazu. Keine Ahnung. Schau, da drüben liegt die zweite, ha? Nee, das ist was anderes. Thank you.
mal da unten bedienen sich auch noch die Geier an einer Robbe. Nach ein paar Tagen an diesem besonderen Ort müssen wir weiter. Wir brauchen Wasser, müssen einkaufen und Geld abheben. In Peru wird nämlich an sehr vielen Orten, wie zum Beispiel Mautstellen, nur Bargeld akzeptiert. Nach unseren Erledigungen und ein paar Fahrstunden fahren wir zu einer kleinen Finca, wo wir wieder einmal die Schöbis und Sonja und Yannick treffen. Wir verbringen den Abend zusammen und fahren am nächsten Tag gemeinsam weiter. Vorerst verläuft unsere gemeinsame Reiseroute in Küstennähe entlang. Hier ist es, wie gesagt, eher trocken und staubig, hat aber auch immer wieder mal seinen Charme. Ist er der Flaggenmeister? Ja, muss ich ein bisschen mehr anstrengen als bei Kolumbien, weil das wird ziemlich schief. Kolumbien, Ecuador. Oh. Wie das aussieht. Nein! Na, feini. Das war ja heute mal richtig schnell, hä? Stolz auf mich. Unser nächstes größeres Ziel ist der Canon del Pato, eine absolut atemberaubende Schlucht, durch die eine extrem enge einspurige Schotterpiste mit 38 Tunneln führt. Dafür müsst ihr euch aber bis zur nächsten Episode gedulden.